So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. League ranked auf meinem Main-Account. Beim letzten Mal haben wir ja ordentlich kassiert. Anesti und ich. Und diesmal, ja, mal gucken. Wollen wir mal schauen, ob wir diesmal ein bisschen mehr reißen. Anesti ist Jungle, ich bin Mitte diesmal. Haben also beide unsere Main-Rollen eigentlich nicht bekommen. Obwohl, doch, du wolltest ja eher Jungle eigentlich, ne? Ja, das hat gepasst. Aber ich habe sie in der Champion-Selector nicht bekommen. Du warst ja normalerweise der Jungler. Genau, ich war eigentlich der Jungler. Aber ich dachte mir, komm, lässt du Anesti jungeln, gehst du selber Mitte. Könnte ein bisschen tricky werden mit Asi in der Mitte, deswegen werde ich mich wahrscheinlich einfach zurückhalten. So, mal gucken, ey. Ich muss echt, vor Level 6 muss ich halt echt aufpassen. Gerade auch wegen Elise, das wird nicht so geil. Aber ja, wir gucken mal. Mit unserer Mitte-Jungle-Synergy. Kennt man ja. Ne? Wir spielen ja ewig zusammen. Vor allem Grace, Ahri, übelste Early-Game-Combo. Weiß man ja. Wir haben so viel CC. Mein Charme. Das, das ist krass. So viel Schaden. Das können wir auf jeden Fall rasieren. Ja, wenn die an der Wand stehen, können wir gewinnen. Ja, mal gucken. Wir haben eigentlich ein ganz geiles Team. Wir haben Shen Toplane und Alistar Support, was eigentlich ganz geil ist, auch gerade für den Kog'Maw. Eigentlich sehr schönen Peel dabei. Ich finde jetzt Blitzcrank Vayne ist nicht so die super geile Lane. Wollte ich gerade anmerken. So, das ist, da hat er echt eine Farmlane so. Wenn er sich nicht gerade grabben lässt, dann ist das eigentlich eine Free Farmlane. Und selbst wenn er gegrabbt wird, dann hat er noch Alistar, ne? Halt Vayne. Wann ich wirklich sterben ging. Sag ich jetzt. Ja. Super Q-Do. Meine Qs sitzen. Bleib doch. Na, Early Level könnten echt Aids werden gegen Asia. Halt den Rage-Portal. Solange du kein Druck hast auf ihn, dass du ihn killen könntest oder so. Könnte dich halt poken. Ja, der wird mich auch die ganze Zeit pushen, womit ich Minions am Turm verliere, was nicht so geil ist. Aber mal gucken. Mal sehen, was sich zu machen lässt, wenn er zu hart greift mit dem Poke. Ja. Oh, ey, RIP. Der Instant Tilt. Ich weiß nicht, warum er den Maokai pinkt, wenn er an seinem Turm steht. Vayne ist relativ low, nice. Ich bin gerade mit. Wenn ich einen Slow Ring kriege, können wir vielleicht was vor. Sind Soldaten draußen, geh rein. Na fuck, ich hätte nicht flashen müssen. Ich hab dann die Gnade, die ihn ja, mein letzter Tick. Mein Assist, indem ich ihn genauso low mache, damit er nicht mehr den killt. Das kalkuliert nur für dich. Ja, nur für mich. Das ist nice. Warum denn sonst, ne? Ich wollte den Kill gar nicht. Was war eigentlich mit seinem Charge los? Das war irgendwie, ganz merkwürdig. Ja, ich wollte gerade sagen, das sah auch echt merkwürdig aus, was der da gemacht hat. Ja, der konnte halt, er hatte seine Soldaten halt raus. Und irgendwas Komisches gemacht. Hat. Muss der neuen Soldaten stellen und bringen. Aber hat sich oben gehen lassen. Wenigstens First Blood bekommen. Oder wir, generell, wir haben schon 3 Kills, Alter. Ja. Shen hat sogar einen mitgenommen noch. Das ist sehr geil, das. Das ist so eine Situation, wo er eigentlich davon ausgehen sollte, dass er gegankt wird, wenn er hier steht. Geht keine Vision. Dann sollte er davon ausgehen, dass dann irgendwas kommt. Ja, was immerhin geht er noch mit einem Kill raus. Ja, das ist schon mal etwas. Okay, aber das Problem war, dass seine Welle so stand, dass sie komplett zurückgepusht hat und er viel mehr Minions verpasst hat. Botlane scheint auch echt gekillt zu sein. Ja, Botlane habe ich auch nicht vor zu ganken. Die sollen nicht rausfahren. Ich werde gleich top gehen. Gucken, ob ich da was machen kann. Ich mag es nicht, wie das Shen bildet. Titanic. Oh Gott. Bildet Titanic Hatred daraus? Wahrscheinlich, ja. Hoffen wir mal, ne? Weiß es gerade gar nicht auswendig. Ich nehme mal an. Wobei, ne, warte mal, du brauchst doch nur 2 Longspots, glaube ich, oder? Ne, ne, 3. Krass. Gerade nachgeguckt. Okay, der Mauker killt sich selber. Ein Level noch. Asi hat Bot gewardet. Also Bot-Zeit.
Vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Der hat beide Soldaten draußen. Flash hat aber keinen mehr. Ich kann vielleicht nochmal versuchen zu ganken. Auch wenn ich ihn nur chunke. Also free farmen können. Leute, ich bin viel zu aggressiv. Den kann ich ganken. Da sind Soldaten wieder raus. Hier rein. Sehr viel Schaden ich auf ihn kriege. Ah, das ist Pinkwatch. Ja, einfach chillen. Kannst einfach free farmen. So. Ja. Und ein bisschen kaputt. Hier ist Elise gewesen. Ach, der mit, Alter. Elise ist noch Mitte. Jo. Level 6, ich geh nochmal kurz back. Der Alice hat leider keinen Flash, aber vielleicht kann ich trotzdem Bot gehen. Dann ich noch den Raptor-Buff hab. Also ihr ist Mist. Kriegt ihr da noch was? Nein. Der war nur ein Chunk. Der ist zu früh rein. Shen macht den da anscheinend ziemlich fertig da oben. Ja, der hat sie easy. Nice, nice, nice. Ja, der Gank hat echt eine Menge gebracht, so. Dadurch kam ich echt gut rein. Ich glaube, 1 gegen 1 hätte der mich echt fertig gemacht. Wenn er halt kein Flash hat, muss er seine Welle reinpushen und weglaufen und nicht weiter vorlaufen. Hm, naja. Der vor allem pusht ja sowieso die ganze Zeit rein, das ist das Gute daran. Boah. Asi hat Ultras. Ich kann das Counter gehen. Oh mein Gott. Ja, das war ziemlich dumm. Hätte mein Charme getroffen, hätte ich ihn killen können. Elise ist immer noch Mitte. Komm mit, Mitte. Habt ihr die Welle zu halten? Ja, schaffe ich. Der ist aber auch greedy as fuck, Alter, der Typ. Aber kann ich verstehen, der ist auch immer noch viel stärker. Ja, ja. Der ist auch immer noch um einiges stärker als ich. Muss echt vorsichtig sein, ne? Zum Glück konnte ich da durch die Wall nochmal durchgehen, ne? mit meinem Ult. Ich habe eigentlich gedacht, dass mich die Ult wegblockt. Weil das passiert ja eigentlich immer, ne? Wenn er gegen die Ult chargt, aber ich weiß nicht. Kann man mit Gragas E zum Beispiel auch durch die Asi-Wall? Nee, ne? Da bist du, glaube ich, weggeblockt, nee, oder? Nee, da wirst du weggeblockt, ja. Ja. Genau, das hatte ich nämlich. Das hatte ich nämlich auch das Gefühl bei Ari normalerweise. Dass du da auch weggeblockt wirst normalerweise. Dachte ich aber auch. Deswegen hat mich das gewundert. Ja, ich wäre auf jeden Fall gestorben, wenn das gewesen wäre. Kann sein, dass ich da so einen Punkt erwischt habe, der halt am Rand war und dass ich deswegen wahrscheinlich nicht genockt wurde. Ich geh mal davon aus jetzt, ne? Ja. Oh, der. Keine Vision auf mich. Ich hab den Raptor auf. Der steht schon wieder so weit vorne. Ich werd's wieder machen. Der hat keine Vision auf mich. Der hat's aber gerochen. Ja, wollte gerade sagen. Ich hab keinen Ult gerade. Schaden rein. Ja, nice. Er hat keine Potions. Sehr gut, der geht weg, ich push rein. Ja. Jetzt kann ich es hier. Ah, der bleibt hier. Ach Gott, ich da krieg einfach keinen. Die Blade ist halt tot jetzt, ne? Hm, ja, die ist dead. Der Raum Mitte ist einfach. Okay, die haben es nicht. Aber immerhin Flash gezogen. Ja. Kann ich später kommen. Sobald Alistair Flash hat, werde ich einfach runtergehen. Weil ich die Bane hat kein Flash prekill. Fucking Asia, Alter. Wir haben auch irgendwo runter um Mitte ein Ward gehabt hier. Ich glaube, der war hier. Ganz sicher. Elise ist beim Blue. Ist auch nur am Farm. Jetzt war in der Mitte gegangen, glaube ich. Dreimal top. Fucking Asia, Alter. Wir können die Elise abpacken, vielleicht, wenn die Mitte versucht zu gehen. Ah, hätte ich die mit R getroffen. Kriegt ihr die?
Nein, nee, der hat seine Kombo rausgehauen, bevor sie repelled ist. Könnte gut werden. Elise hat da die Sword gefreedet, die ist geflasht. Aber auch so toxic, der. Oh, die killen den. Darfst du doch nicht machen, während wir am Dragon sind. Ah, sie ist Miss. Der ist aber Base. Kommt ihr klar? Ja, wir sind fein. Nice. Ah, der verliert eine komplette Wave, der Asia. Back. Wir haben Dragon einfach mal genommen. Aber während wir den Rank gemacht haben, ist der einfach gesuicidet sozusagen, der Kopf noch, weil er einfach geblieben ist, um zu farmen. Dann haben die den einfach gezingelt. Einfach greed. Was hat denn der Shen? Oh ne, der geht Black Cleaver. I don't know about this, though. Was, hat er eigentlich zu Nice Combo JK zu mir geschrieben oder was, der Affe? Ellie. Seine Combo hat gekriegt, glaube ich. Ja, der Asi hat ordentliche Items. Aber mal gucken, der pusht wieder rein. Wir können ihn vielleicht gleich nochmal backsteppen. Nice. Ich kenne mal den Maokai oben. Better position. Ich hasse den, ey. Der gibt mir halt immer Free Hits, Alter, und ich kann dagegen nichts machen. Oh, jetzt bin ich relativ low. Immer meine Potions, vielleicht kann ich trotzdem was machen. Button. Na, ich muss einfach gucken, dass ich farme. Keine Ahnung. Der kann mich echt ziemlich leicht wegdrücken, ja. Asi ist Miss immer noch. Okay, der ist immer noch hier. Objectives. Ja, der ist immer noch hier. Mal ein bisschen deep zu warden jetzt. Ah, der pusht rein. Kommen wir sofort. Ich kann nicht bleiben, Alter. Das ist übel AIDS. Der fickt mich halt übelst weg, der Typ. Ich muss aufpassen, dass ich nicht da umzingelt werde von dieser Elise. Ist unten. Ist da ein Shen. Asia könnte auch gehen. Ich laufe jetzt Richtung runter gleich. Asia geht hoch. Sollten da weg. Ich meine, das ist gekillt. Reingedrückt. Asia kommt zurück. Ich gebe. Hat er nie Van. Hm. Kommt mal inzwischen Rageblade, das ist eigentlich ganz gut. Nice. Der scheint ihn da echt fertig zu machen, ne? Holy shit. Vor allem mit Kopma und Alistair dann. Vielleicht kriegen die den Tower oben. Hm, wobei, ne. Zumindest nicht mit der Wave. Ah, sie ist immer noch Miss. Weiß der war kurz, grad der war gerade Mitte. Ich kann sein, dass der runterkommt. Oder der geht einfach Blue Buff. Sieht ja nach Blue aus. Ja. Ist wieder Mitte, hat aber Blue bekommen. Der Blue ist auch, aber ich bin gerade Botlane. Weil kein anderer da ist, muss ich leider ausfahren. Leider. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Das war einfach Farm. No. Ja, der hat genauso viel Farm wie ich. Und ich hab einen Kill. Blitzkönig ist hier. Wo wir jetzt auch zur Mitte. Der geht hier pinken. Direkt ein Hexenzenter. Oh. Ich bin, glaube ich, stärker als die Elise. Sollte gut gehen. Ich komme jetzt mit einem Blubber. Mhm. Fange schon mal an. Okay, ich komme. Blitzkönig konnte den die Pink nicht machen. Was eigentlich schon ganz gut ist.
Ich will eigentlich mal Yolon gegen den, aber kriegt der unnötig Kills, so, das ist eigentlich useless. Oh, einfach nur, wenn du einen Charm direkt am Anfang triffst, bevor du deinen ersten Charge machst, dann kannst du es vielleicht machen. Das muss ich nicht riskieren. Doch noch einen Gank. Nice, Double Kill. Wir sind gerade den. Right. Kann ich das punishen? Okay, das wird free as fuck. Free. Boah, der fickt mich so hart, der scheiß Asia, ey, das ist Wahnsinn. Oh, ich hasse den Typ. Ich weiß echt nicht, also Asia ist wirklich so ein Champion, mit dem ich echt keine Ahnung habe, wie man gegen den spielen soll. So. Gibt's einen Counter zu Asia, so einen richtig harten? Irelia. Hat man mal gespielt. Okay. Aber ich weiß es nicht direkt. Also in der Lane ist er halt... AIDS. Ja, das ist halt richtig AIDS. Ja, bestimmte Sachen, die du spielen kannst. Okay, ich hoffe, der Stein ultiert mich auch, wenn der jetzt so kommt, ne? Hat gut funktioniert, Alistar. Ist das da auch ungefähr? Hallo? Ich bin doch da! Oh, shit. Kein Ding, Mann. Kein Ding. Oh, ich hab ein Q gefällt. Ja, meine Q ist da voll knapp nicht durchgekommen. Ich könnte mit doch einfach abreißen, jetzt wo der tot ist. Ja. Texas und Kill! Aha! Leck? Leck. Leck am Arsch, ja. Ja, ja. Oh, ich hab keinen Mana für den Kuh, das liegt ja. Okay, Bot ist wieder am Overextenden. Einfach direkt runterlaufen. Okay, nice. Break? Ja, sollten wir. 20 Sekunden hab ich wiederholt. Mau AFK. Okay, der ist 0,5. Das ist halt echt so lustig, ne? Wie verschieden die Games doch einfach sind, ne? Die Leute tilten halt richtig hart. Die tilten halt sofort, weißt du, sobald irgendwas ist. Ich meine, auch wenn die Van 04 hat, aber die hat immer trotzdem noch 126 Farben, ne? Ja, oder wenn die Van 04 ist, aber deren Top-Laner 4-0 im Gegensatz, ne? Dann tiltet man trotzdem rein. Ja. Geht einfach AFK. Ja, es ist richtig retarded. Jetzt richtig strong gegen deren Team. Ja, die haben auch. Kogma hat auch echt gute Items inzwischen. Ja, aber ich hab ja gesagt, ne, Vayne Blitzcrank ist halt auch so eine Kacklane, ne? Was willst du damit reißen? So, damit kannst du halt auch nicht gewinnen, ne? Das hat die Vayne Sache. Kannst allgemein nichts reißen. Das ist einfach eine Farmlane, wenn du Vayne spielst. Du bist gegen Kogma nicht farm. Nö. Ne, das stimmt. Weil Kogma dann selber farmt und dann hast du RIP. Da musst du halt hoffen, dass du einen Hook-Into von Damage in die Wand kriegst, ne? Alles andere macht halt keinen Sinn. Kannst kein Trade. Alter, wie viel Damage der Shen macht, ist Wahnsinn. Ich auch hoffe mich. Ich glaube, ich gehe einfach vor drin mit dem Turm. Versuch. Ich kann nichts machen. Würde gerne was machen, aber ich komme dann nicht zu dran. Nice, nice, nice. Bin da. Nice, sehr schön. Einfach pushen. Baron ist leider nicht ab. Oh, hier steht immer noch der scheiß Asia-Tor. Kriegen wir gleich erstmal Gold für. Delicious. Gold, der Goldregen. Money in the bank. Alter. Kompo, der da. Ich dachte, die surrendern in 20 Sekunden. Hundertprozentig. Wenn der Maokai AFK ist und die anderen auch schon tiltet sind. Ich meine, Elise steht 3-0, ne? Ich hätte das nächste Mal greedy gehabt, um die Elise zu killen. Ich hätte sie killen können, wenn ich geflasht hab. Okay. Wenn nicht worth it, aber es kann nicht sein, dass die gute Sets hat, ne? Wollte gerade sagen. Schlecht aus. Naja, du hast 5-0. Naja, aber sie hat 3-0. Ist echt fast, es ist echt nur eigentlich der Kogma geschwommen, 3 Tode. Aber gut, mit Kogma nicht zu sterben ist auch schwierig, so, das, ja. Spielst du eigentlich Warlords? Ne, du spielst du Toplane, spielst du aber trotzdem noch Warlords mit Graves, ne?
generell keine Top-Lane. Aber ich würde das mit Warlords spielen, glaube ich. Mhm. Oder? Ich weiß nicht. Es wurde gegangen. Es gibt ja jetzt diesen AIDS-Build mit Graves irgendwie. Ja, Thunderlord, Death Dance plus Death Dance? Phantom Dancer. Das genau. ist halt übel AIDS. Nein, kannst du auch nicht. Ah, die haben surrendert. Ja. Gut, dann würde ich sagen, was da wurde. Schreibt das in die Kommentare. Solche Games gibt es natürlich auch, ne? Ist ziemlicher Freebin gewesen. Wobei der Asi echt gut war. Da muss man dann einfach gucken, wenn man irgendwie defensiver spielt und vielleicht auf ein, zwei Ganks hofft. So. Mit Ari ist das echt schwierig. Gerade vor Level 6 hat er mich halt echt gepunished. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.